Jo Leute, was geht ab? Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan Torresan und Leute, wir sind gerade hier auf dem Weg ins Gym. Wir haben gerade Donnerstag, 9:45 und ich dachte mir, komm, ich nehme euch mal wieder mit auf eine Gym-Session. Es ist immer schön, wenn am Anfang der Woche der Chef zu einem kommt und sagt, Jungs, ihr müsst euch noch einen Urlaubstag verbuchen. Und ja, den hat man natürlich direkt mit Liebe genommen. Und was macht man direkt in der Früh am Morgen? Eine Runde ins Gym. Okay, let's go. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. Falling and it's worth everything I have. I could feel the butterflies multiply every time I meet your eyes. Amplify deep inside. Once I feel your skin on mine, though I try, I can't hide all the ways I feel inside. You're everything I wanted. Yo, Jan, was steht heute an? Leute, heute steht auf jeden Fall ein kurz und knackiges Oberkörpertraining an. Einfach aus dem Grund, weil ich heute Abend ins Fußballtraining gehe und bei dem Gesülze werde ich euch nicht mitnehmen. Psych! Aber deswegen dachte ich mir, wenn ich eine lange Hose anziehe, dann werde ich hier jetzt auch keine anderen Sessions wie Laufband oder sonst was machen. Und ja, das hält mich so ein bisschen davon ab, einfach meine Beine zu trainieren, weil ich habe immer irgendwie so diesen Tick, irgendwas mit den Beinen zu machen. Ein bisschen Seilspringen werde ich auf jeden Fall auch noch machen, aber mehr dann auch nicht. In dem Sinne, Leute, jetzt wird erstmal noch ein bisschen warm gemacht und danach fängt man an mit Kurzhanteln. Wirklich, wirklich hier ganz skurrile Übungen, die du hier machst. Ja? Wirklich ganz skurrile Übungen, ja, die du hier machst. Das ist hier gut für die Unterarme. I doubt it. Ich starte jetzt hier mit Langhantel. Bankdrücken ist so ziemlich eigentlich meine schwächste Übung. Jetzt bin ich bei 65 Kilo. 6-8 Wiederholungen. Ziel ist es auf jeden Fall wieder auf die 75 Kilo eigentlich hochzukommen für diesen Winter. Erstmal ein bisschen Kreide, meine Freunde, denn ich habe in der Regel nur einen Klimmzug mehr als eigentlich geplant. Zumindest gibt es mir so das Gefühl, dass wenn ich die Kreide nutze, ich in der Regel eine Wiederholung mehr schaffe. Ob das jetzt wissenschaftlich so stimmt, weiß ich nicht. Ja, auch hier vor allem bei Übungen mit freiem Körpergewicht, da achte ich echt wirklich darauf, den Muskel zu treffen, eine langsame Range of Motion auszuführen, um einfach auch wirklich den Latt hier zu aktivieren. Deswegen greife ich auch sehr, sehr breit, wie man hier sieht. Und ja, Leute, ich muss wirklich sagen, richtig geile Übung für den Anfang. Und vor allem jetzt, da ich direkt im Anschluss einen Supersatz Leg Raises mache und da die Griffkraft wirklich tot ist, greift halt wirklich nochmal, sag ich mal, die Kreide ein, um halt einfach nochmal die letzten Reps rauszuholen hier für den Bauch. So, Leute, jetzt habe ich gerade eben zwei Sätze mit 40 Kilo Schulterdrücken gemacht und jetzt kommt der dritte Satz. Da kommen jetzt nur noch 7,5 Kilo pro Seite drauf. Das heißt 35 Kilo, auch nochmal zwei Sätze mit 8 bis 10 Wiederholungen. Mit 40 Kilo habe ich jetzt 6 Wiederholungen gemacht. Und ja, Leute, the training works pretty good. Okay. Natürlich, Leute, ganz wichtig, nicht zu vergessen für den Flex. Muss auch mal das T-Shirt ausgezogen werden, das natürlich zwei Nummern zu groß ist, damit man auch richtig seinen Rücken trainieren kann. Beim Langhantelrudern, um einfach alles rauszuholen, was geht. In dem Sinne, jetzt wird einfach mal schön Langhantel gerudert. Und ich setze dabei immer ab, wie ihr seht, weil ich einfach, ja, merke, dass es der Griffkraft etwas entgegenkommt. Und ich bei Chris Brumstead das in dem Video letztens gesehen habe und mir dachte, ey komm, das will ich nachmachen. Die Übung sieht übelst nice aus und ich muss sagen, sie hat richtig geil reingeballert. Direkt im Anschluss gibt es dann die nächste Brustübung und zwar mache ich hier Butterflies am Kabelzug und hier mache ich sehr viele Wiederholungen, Leute. Also mindestens 12 Wiederholungen, da gehe ich auch vom Gewicht eher runter. Und wenn es gut läuft, bis zu 16 Wiederholungen sogar, weil da könnt ihr auch wirklich viel einfach durch, sag ich mal, intrinsische Motivation rausholen, weil das Gewicht halt verhältnismäßig leicht ist. Kommt natürlich auch immer auf eure Range drauf an, wie weit ihr nach hinten geht und wie stark ihr dadurch auch die Brust dehnt. Und direkt im Supersatz dann nochmal Leg Raises für den Bauch. Jetzt seht ihr auch hier gerade, die erste mache ich normal und jetzt
ziehe ich noch einmal die Beine richtig hoch bis zur Stange nach oben. Ja, die Qualität der Ausführung, darüber lässt sich natürlich diskutieren, aber ja. So Leute, zum Abschluss wird jetzt noch einmal hier den Lat an dieser Maschine 3 Sätze mit 12 Wiederholungen gemacht, mit 40 Kilo. Und direkt im Anschluss, im Supersatz, mache ich hier die Bauchübung mit der Neigung hier nach unten, dass ich auch mehr die untere Bauchmuskulatur nochmal treffe. In dem Sinne, let's go. Es muss immer was reinschmeißen, das sagt mir ehrlich. It's okay, they're gonna both have a camera. So Leute, jetzt machen wir noch eine Supersatzübung, vor allem Fokus Schulter, Rücken nochmal mit den Gewichten seitheben, 12 Wiederholungen und danach machen wir hier an dem Seilzug so. Und, keine Ahnung, wie man es nennt. Pulldowns. Pulldowns, danke. Bock gemacht. Ich hoffe, es hat euch Bock gemacht, ein bisschen hier mitgenommen zu werden. Und ja, wenn ihr weiter solche Videos sehen wollt, Leute, vergesst den Abonnieren-Button nicht zu klicken. Like dieses Video und schreibt mir mal in den Kommentaren, was ihr noch so im Gym sehen wollt, was euch interessiert. Vielleicht kann mir der Profi-Coach Torre sein, euch den einen oder anderen Tipp geben. In dem Sinne, Leute, macht's gut. Ciao, ciao.